Für die österreichischen Fans Servus, für die deutschen Moin. Und dementsprechend freue ich mich, dass auch so viele Fans dabei sind. Sehr interessant auch zu verfolgen, diese Verbindung zwischen Fans und Mannschaft. Das ist auch hier, wie auch immer man sagt, auch familiär. Man merkt, dass auch Bremen oder Werder so eine große Familie ist und freue mich sehr. Ihr habt über 20 Spieler. Wer führt diese Spieler? Wer führt Gespräche mit den Spielern, wie sie sich entwickeln sollen, was sie wie zu tun haben? Das kann nicht alles Florian Kohfeldt machen, sondern ihr werdet es wahrscheinlich aufgeteilt haben. Natürlich führt der Cheftrainer mit ganz vielen Spielern immer wieder Gespräche, logischerweise muss er ja auch, und führt ja auch die Gespräche mit der gesamten Mannschaft. Aber über die Saison hatten Boro und ich einzelne Spieler, mit denen wir, die fest als Gruppe uns zugeteilt wurden, mit denen wir Videos gemacht haben und Einzelgespräche geführt haben, aber auch andere Spieler, die wir immer wieder wechselweise betreut haben. Das hat einerseits den Vorteil, dass du mit gewissen Spielern eine ganz enge Bindung aufbauen kannst, aber die andere Variante hat eben wiederum den Vorteil, dass du mit ganz vielen Spielern in Kontakt kommst und eine Beziehung aufbaust. So haben wir da so einen Wechsel drin, und das werden wir dieses Jahr dann entsprechend zu dritt machen, sodass wir die Woche über ganz viele Gespräche in Verbindung mit Videoeinheiten, aber auch ganz normal auf dem Weg zum Trainingsplatz, ja. Also da wird ständig gesprochen, um es mal so zu sagen. Jede Mannschaft hat ja eine Hierarchie. Da gibt es Führungsspieler, gibt es Leute, die neu dabei sind. Wie weit dürfen denn die Führungsspieler mitbestimmen, was Trainingsinhalte angeht, was die Mannschaftsaufstellung angeht? Und inwieweit werden die Spieler auch medienmäßig geschult? Also Umgang mit den Fans, Umgang mit den Reportern. Also inwiefern sie medienmäßig geschult werden, kann ich nicht beantworten, weil ich das nicht genau im Überblick habe. Sie kriegen ein Briefing vor der Saison, alle Spieler, aber das logischerweise wissen Führungsspieler sowas auch schon aus ihren vergangenen Vereinen. Was Trainingsinhalte und Aufstellungen betrifft, ist es auf jeden Fall so viel kann ich sagen, dass Flo regelmäßig auch mit den Führungsspielern spricht. Im Endeffekt obliegt natürlich logischerweise dem Trainerteam oder dem Cheftrainer dann zu entscheiden, wie spielen wir und was für Inhalte haben wir. Aber die Mannschaft wird gefragt und mit einbezogen auf jeden Fall. Und insbesondere natürlich die Führungsspieler. Das Werder-Team ist ja international. Ist die Sprache auch international oder Englisch, oder geht das auch nur per Deutsch? Sehr berechtigte Frage, und ich sage ja auch, dass wir auch unter uns nur Deutsch sprechen. Mittlerweile, ich bin Bulgar, aber habe ich auch deutschen Pass, und das ist auch wichtig. Ne? Das heißt auch, ja, ist auch gut so. Stoxi nehmen wir auch mit. Ein bisschen nicht einfach immer zu verstehen, was er meint, aber frage ich nochmal, wenn sein muss. Und bis jetzt funktioniert richtig gut. Und natürlich sprechen wir nur Deutsch. Die Kadergröße wird sich ja zur kommenden Saison um 2 erhöhen. Wie schätzt ihr das ein? Was für Auswirkungen wird das haben? Welche taktischen Möglichkeiten habt ihr dadurch, eventuell noch stärker Eingriff zu nehmen während eines Spiels? Wird sich das auch für Werder eher positiv auswirken? Wie werden andere Mannschaften davon profitieren? Wie ist da eure Einschätzung? Ja, würde ich mal sagen, ist offen. Die erste Auswirkung, die das hat, die Trainerbänke im Weserstadion werden gerade umgebaut und werden erweitert. Das heißt, wir werden demnächst einen 20er Kader haben und keinen 18er Kader mehr. Ich glaube nicht, dass es jetzt eine direkte Auswirkung auf das Spiel hat. Meine Frage wäre, ob und welche Aktivitäten Sie hier im Trainingslager machen, um die Teambildung zu fördern? Wir haben jetzt uns entschieden, in diesem Trainingslager keine explizite Maßnahme zur Teambildung zu machen. Das werden wir dann in Grassau machen. Aber so ein Trainingslager an sich ist ja immer schon eine Maßnahme zur Teambildung. Hier ist man jetzt eine Woche lang oder etwas mehr als eine Woche lang sind die Spieler mit ihren neuen Kollegen zusammen. Wir sind sozusagen das erste Mal länger zusammen. Man isst zusammen, man verbringt den ganzen Tag zusammen. Wir Trainer fahren mit dem Fahrrad den Berg regelmäßig hoch und sind da dann zusammen. War Pizarro gestern da oder wo war der? Claudio war gestern auch hier, ja. Er ist noch individuell unterwegs, ist einer der Spieler, die ein bisschen anders zum Training dazugestoßen sind, also 2 Tage später eigentlich. Hat sein individuelles Aufbauprogramm noch, war gestern hier vor dem Spiel, hat er eine Einheit gehabt mit unserem Reha-Trainer, der ihm im Grunde langsam an die Belastung heranführt der Mannschaft, und war dann beim Spiel auch, glaube ich, hier irgendwo Zuschauer.
moin. Ich hätte die Frage, wir hatten ja erstmal viele tolle Spiele in der letzten Saison, dafür vielen Dank. Was war euer persönliches Highlight in der Saison? Welches Spiel war das? Ja, mein persönliches Highlight war das Pokalspiel in Dortmund. Mein Trauma ist immer noch, ich wäre unheimlich gerne nach Berlin gefahren zum Pokalendspiel. Und deswegen war das Bayern-Spiel war irgendwie unfassbar, dass da die Situation nicht überprüft wurde. Aber so ist auch Fußball und von daher habe ich das auch jetzt schon überwunden, das Ganze. Ich war auch bei 3-4 Spielen live dabei und muss ehrlich sagen, mir hat auch richtig gut gefallen das Spiel in Leverkusen, wo auch 1-3 oder Werder hat 3-1 gewonnen. Und das war auch spielerisch, aber auch taktisch sehr, sehr klug und gut. Definitiv das Spiel in Dortmund. Wobei ich sagen muss, also abgesehen von Ergebnis war das Bayern-Spiel auch ein Highlight für mich, weil ich den Osterdeich so noch nie erlebt habe. Das war ja vor 4 Jahren mal, wo gegen Frankfurt, glaube ich, das Spiel auch war und dementsprechend die Leute sehr euphorisiert waren. Aber für mich war das erste Mal und es war von dem her auch ein Highlight für mich. Auch mit dem Elferschießen dann in Dortmund, das war ein ganz besonderer Abend für uns. Aber generell ja, volles Haus im Weserstadion, das... Da ist es dann auch schwierig, irgendwie einzelne Highlights rauszupicken. Jedes Spiel zu Hause, wenn wir dann gewinnen und nachher vor der Kurve stehen, das ist schon ein Highlight und das, ja, immer besonders.